Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Mein Name ist Stefan und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Lightroom Tutorials. Heute geht es mal um das Thema Schärfen. Wir haben das Thema Schärfen ja bisher immer nur relativ flüchtig angerissen, indem wir hier unten auf das Details-Modul gegangen sind und dort den Betrag hochgezogen haben und dann ein wenig maskiert haben. Aber man kann dazu noch etwas mehr sagen und genau das möchte ich heute mal tun. Denn man kann in Lightroom seine Bilder in insgesamt 3 Schritten nachschärfen. Und das möchte ich euch heute mal zeigen, wie man da etwas ja, fortgeschrittener rangehen kann an diese ganze Technik. Wir haben jetzt hier ein Bild von Berlin, das ist ganz frisch gemacht, habe ich erst vor ein paar Tagen erstellt, vom Internationalen Handelszentrum aus, oben vom Dach. Das war sehr cool, da mal raufzukommen. Da waren wir insgesamt mit 4 Leuten oben, alles Berliner Fotografen. Und es war eine sehr lustige Runde. Und an dieser Stelle mal einen schönen Gruß an Jean-Claude, an Ronny und an Marcello. Und dann fange ich jetzt einfach mal an, mein Bild hier zu bearbeiten. Ich mache am Anfang natürlich immer meinen Standard-Workflow. Das heißt, ich ziehe die Tiefen etwas nach oben, bringe die Lichter etwas nach unten, werde dann mit gedrückter Alt-Taste den Weißregler etwas nach oben ziehen. Ja, ungefähr so, bis wir hier ein paar Pixel sehen und das gleiche mache ich mit dem Schwarzpunkt in die entgegengesetzte Richtung. So, jetzt werden wir die Belichtung noch etwas nach oben ziehen und das Bild ist insgesamt etwas zu dunkel. Ungefähr so, das sieht schon gut aus. Und außerdem werde ich die Klarheit wieder etwas runterregeln, um diesem HDR-Look etwas entgegenzuwirken. So, dann gucken wir mal, wie das mit dem Weißabgleich sich verhält. Ich denke mal, dass ich hier noch ein Stück weiter runtergehe, einfach um das Ganze noch ein bisschen bläulicher zu machen. Ja, so sieht das ganz gut aus. Und vielleicht noch ein wenig Magenta dazu gebe. Super. Okay, dann gehe ich mal weiter runter. Und viel mehr will ich hier eigentlich an dem Look des Bildes auch gar nicht mehr machen. So gefällt mir das schon ganz gut. Und jetzt geht es eigentlich direkt wirklich mit dem Schärfen los. Denn was wir beachten müssen beim Schärfen, wenn wir in RAW fotografieren, im RAW-Format in der Kamera, dann wird in der Kamera nicht nachgeschärft. Das heißt, dieses Bild kommt komplett ohne Schärfe aus der Kamera in unseren Rechner. Wenn wir in JPEG fotografieren, dann übernimmt die Kamera schon immer ein gewisses Nachschärfen. Das ist jetzt hier aber nicht der Fall und deswegen müssen wir das unbedingt selber übernehmen. Und am besten ist es immer zum Schärfen zu 100% in das Bild hinein zu zoomen. Das werden wir jetzt an dieser Stelle mal machen. Ihr seht, ich habe hier ungefähr auf den Berliner Dom fokussiert. Ich hatte eine Blende 8, also hier ist eigentlich alles scharf. Und jetzt werde ich einfach mal wieder anfangen, meinen Betrag auf die 80 zu setzen, so wie ich das immer in meinen Bildern mache. Und jetzt kann man schon ganz gut beurteilen, dass das Bild etwas schärfer geworden ist. Schärfen heißt in diesem Fall ja auch einfach, dass Lightroom die sogenannten Mikrokontraste an den Rändern etwas erhöht. Das heißt, alle hellen Pixel werden noch heller gemacht und alle dunklen Pixel werden noch dunkler gemacht. Und das gaukelt uns so ein bisschen diese Schärfe vor. Das Bild wirkt dadurch einfach noch ein bisschen klarer und deswegen haben wir so die Illusion, dass das Bild schärfer geworden ist. Und je schärfer ein Bild ist, umso eher tendiert ja auch der Betrachter dazu zu sagen, es hat eine bessere Qualität. So, und jetzt haben wir hier noch 2 Regler, die haben wir vorher in den Tutorials uns noch gar nicht angeguckt. Das ist einmal der Radius und einmal der Detailslider. Und der Radius-Slider gibt eigentlich nur an, in welchem Umfang oder beziehungsweise in welchem Abstand um diese Kanten herum die Pixel heller oder dunkler gemacht werden sollen. Und wenn wir uns das jetzt mal genauer anschauen, wenn ich jetzt diesen Radius-Slider mal hier nach oben drehe, dann seht ihr schon, dass die Kanten noch krasser betont werden. Das hat einfach damit zu tun, dass noch viel größere Bereiche um die Kanten herum heller oder dunkler gemacht werden. Und ja, somit kann man so ein bisschen beeinflussen, wie das Bild von der Schärfe am Ende aussehen soll. Ich bin eigentlich eher ein Freund, ich schärfe meine Bilder gerne relativ fein nach. Das heißt, ich stelle den Radius auf 1 oder vielleicht sogar noch ein bisschen niedriger, in dem Fall vielleicht so auf 0,7. Um einfach eine relativ feine Schärfe zu haben, um, ja, für mich sieht es qualitativ einfach hochwertiger aus in dem Fall. Der Detailslider, der ist dafür da, um uns in den Schärfebereichen noch mehr Details, noch mehr Struktur hervorzuheben. Das heißt, wenn ich den jetzt nach oben schraube, dann seht ihr schon im Gebäude zum Beispiel, dass ihr noch viel mehr Struktur in den einzelnen Fassaden bekommt. Und das kann man gut finden, das kann man nicht so gut finden. Ich stelle ihn meistens so auf ungefähr 35. So habe ich einfach noch ein Stück mehr Detail im Bild, aber auch nicht zu viel, denn sonst wird das ganze Bild halt auch wieder relativ schnell vom Rauschen überflutet und das möchte ich halt auch nicht. Und zu guter Letzt natürlich der Maskieren-Slider. Den
werden wir wieder benutzen mit gedrückter Alt-Taste und dann nach oben schieben. Und ihr kennt das ja schon aus den Tutorials davor. Alles, was schwarz ist, wird nicht geschärft, wird also ausgenommen von dieser Schärfeebene und alles, was weiß ist, wird geschärft. Und unser Ziel ist es ja, möglichst die Konturen zu schärfen. Das heißt, die Konturen von den Häusern hier, die sollen geschärft werden, die sollen weiß sein. Der Himmel zum Beispiel soll komplett schwarz sein, denn wir wollen ja keine einheitliche Fläche nachschärfen. Da gibt es ja keine Konturen. Das würde halt nur Rauschen erzeugen und genau das wollen wir vermeiden. Deswegen immer gucken, dass im Maskieren-Slider der Himmel komplett schwarz ist und dass ihr wirklich nur die Konturen schärft. Das war jetzt der erste Schritt zum scharfen Bild. Was man jetzt natürlich noch machen kann im zweiten Schritt ist, und da kommen wir wieder auf das letzte Video zurück, wir können selektiv arbeiten. Selektiv mit dem Korrekturpinsel. Ich werde jetzt hier einfach mal mit gedrückter Alt-Taste alles zurücksetzen und den Pinsel somit wieder auf neutral stellen. Und jetzt sehen wir mal hier unten, wir haben hier auch einen Schärferegler in diesem Korrekturpinsel. Das heißt, wir können mit dem Pinsel wirklich selektiv Schärfe nochmal ins Bild reinmalen. Und das werde ich jetzt einfach mal machen. Und ich werde es jetzt hier mal voll übertreiben, damit man das einigermaßen gut im Video auch sehen kann. Ich werde jetzt erstmal mal hier ins Bild reinzoomen, dann den Pinsel nochmal nehmen. Und jetzt kann ich zum Beispiel hier auf dem Dom nochmal Schärfe extra reinmalen. Und ich weiß jetzt nicht, inwiefern man das im Video gut erkennen kann. Wahrscheinlich gar nicht so gut. Aber man kann jetzt hier mit dem Pinsel wirklich nochmal selektiv halt diese Schärfe reinmalen. Und gerade im Porträtbereich ist das schon ganz cool, wenn man dann nochmal ein wenig extra Schärfe zum Beispiel auf die Augen legen kann oder auf die Augenbrauen und so weiter. Also einfach auf bestimmte Bereiche, die ihr nochmal besonders betonen wollt. Und auch in der Landschaftsfotografie, wenn ihr auf irgendwas speziell fokussiert habt, dann könnt ihr diesen extra Schärfepinsel nochmal nutzen, um dort halt nochmal einen extra Punkt, einen extra Highlight zu setzen, um das Ganze noch ein bisschen besser zu betonen. Ich werde jetzt hier aber die Schärfe natürlich etwas wieder runterregeln auf ungefähr 35. So reicht das vollkommen aus und dann drücke ich auf Fertig und wir haben schon ein super schönes, scharfes Bild, wo wir den Berliner Dom besonders betonen. So, und ich habe aber gesagt, wir haben drei Schritte zum fertigen, geschärften Bild. Und der dritte Schritt ist einfach, wenn wir jetzt das ganze Bild exportieren wollen. Das heißt, ich mache jetzt einen Rechtsklick auf das Bild, klicke auf Exportieren und nochmal Exportieren. Dann kann man jetzt hier erstmal sagen, wo man das Bild überhaupt speichern möchte. Aber wenn wir weiter runtergehen, dann können wir hier auch nochmal in die Ausgabeschärfe gehen und das Bild auch nochmal für die Ausgabe schärfen. Also den Regler auf jeden Fall oder diese Box hier auf jeden Fall anklicken und dann könnt ihr sagen, wir wollen entweder für den Bildschirm schärfen oder für Glanzpapier oder mattes Papier. Also die beiden unteren sind eher für den Druck, der obere ist eher für das Internet oder für die Anzeige am Bildschirm halt gedacht. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ihr wollt am Bildschirm das Bild halt betrachten, dann klickt ihr hier auf Bildschirm und dann könnt ihr hier noch jeweils sagen, wie hoch diese Schärfe nochmal sein soll, beziehungsweise wie stark diese Schärfe nochmal sein soll. Ich bin ein Freund von sehr scharfen Bildern. Das kommt natürlich auch immer so ein bisschen aufs Motiv an, aber standardmäßig stelle ich hier tatsächlich auf hoch, um einfach dann auch nochmal eine gewisse Grundschärfe nochmal über das Bild zu legen, um einfach super scharfe Bilder zu haben. Je nachdem, was ihr halt macht, wenn ihr es drucken wollt, dann empfehle ich euch natürlich hier entweder auf mattes Papier oder auf Glanzpapier zu klicken, denn dann ist das Schärfeverhalten nochmal ein Stück weit anders. Da gibt es einen speziellen Algorithmus dahinter, den ich jetzt auch nicht genau kenne, aber die Schärfe wird halt jeweils angepasst auf das jeweilige Medium. Wenn ihr am Ende fertig seid mit allem, dann klickt ihr auf Exportieren und ihr habt dann ein super scharfes Bild auf eurer Festplatte liegen und ich hoffe, dass das genau euer Ziel war und ihr das auch damit erreichen konntet. Ich klicke jetzt hier nochmal auf Abbrechen und zeige euch das Bild jetzt nochmal in Vollansicht und ich hoffe, dass euch dieses Tutorial wieder mal gefallen hat. Es gibt noch sehr, sehr viele Themen, die ich behandeln möchte mit Lightroom. Es gab jetzt 2 Wochen Pause, ich war krankheitsbedingt leider etwas angeschlagen und hatte auch sonst viel zu tun mit der Arbeit, aber ich hoffe natürlich, dass es in Zukunft wieder jede Woche ein Video geben wird. Ich hoffe auch, dass es von euch natürlich gewünscht ist. Wenn ihr Themenvorschläge habt, dann postet sie wirklich sehr gerne unten in die Kommentare. Ich lese mir da wirklich auch alles durch und habe auch die Kommentare, die schon gemacht wurden, die stehen alle auf einer Liste bei mir und da wird noch einiges kommen. Hier auf der rechten Seite kommt ihr jetzt nochmal zu den letzten 2 Tutorials. Vor 2 Wochen ging es um die selektive Klarheit in den Bildern und davor die Woche habe ich Digital Blending behandelt. Also wenn ihr da nochmal reingucken wollt, das noch nicht getan habt, dann tut das auf jeden Fall. Ich denke mal, das lohnt sich und ich wünsche euch nun ganz viel Spaß beim Bearbeiten eurer Bilder und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann, ciao!